Und zwar mal beim Händler, haben unseren ganzes Diebesgut verkauft und dann schnappen wir, nee, dann gehen wir als erstes dorthin und dann dorthin und dann zum Boot. Wie abgemacht. Los, lauf! Schneller! Schneller, Plötze! Schneller! Ein Monsternest. Habe ich hier eine Bombe übrig? Oha, Plötze. Moderhäuter. Mit denen werde ich schon fertig. Na komm her! Na komm! Ich lass dich platzen wie ein Ballon! Oh, oh. Na, weg! Oh. Verdammt! Okay. Komm her! Ach, fuck! Oh. Oh, meine ganze Rüstung ist voll gekleckert wieder mit eurem Körpersäften. Aber egal. Das nehme ich mal, das nehme ich mal. Wo ist das Nest? Da ist es. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Ja. Yep. Bombe rein. Und schon ist es zerstört. Ja, bumm. Boah. Was? Ich dachte, ich hätte alle erledigt. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Komm schon. Nein. Vielleicht versuchst du das nächste Mal. Jetzt schicke ich dich zu deinen Brüdern. Das war's, oder? Was? Oh, aber was? Ah, verdammt. Vergiftet. Drecksviecher. Egal. Immer her damit. So, das hätten wir. Oh, wo ist Plötze? Ich kann nichts sehen. Diese Sonne, oh mein Gott. Na. So, was wollte ich jetzt machen? Mein Ziel ist weg. Mach langsam. Was war das jetzt? Ah ja, das... Ah, ich hab sogar... Das war sogar das. Okay, alles klar dann. Auf geht's zum nächsten. Hey! Hey! Ja, dummer Zaun. Und los! Hey! Steck das Schwert weg. Ein bewachter Schatz. Schon wieder. Die Viecher gibt's auch wie Sand am Meer. Verdammt nochmal. Schaffe ich das? Der Wind heult. Mhm. Und das Monster kommt. Na komm her. Wow! Ah, ist doch etwas stärker als ich dachte. Deswegen sollte ich mich vorbereiten. Oder hätte ich mich vorbereitet? Na komm her! Daneben! Zack, zack! Schneide ich dir die Flügel ab! Oh. Und wieder daneben! Na komm schon! Oh! Wie gut, dass ich Gwen hab. Ohne Gwen wäre ich verloren. Ich könnte mich jetzt hier nicht mit dir rumschlagen. Na? Ja, mein Schwerthieben kannst du nicht ausweichen. Monster! Flüchte nicht, kämpfe! Ich bin zu schnell für dich. Zack, zack. Eins nach dem anderen. Noch eine Schnittwunde gefällig? Das waren wohl zu viele. Sehr schön, Monsterknochen. Her damit. Und auf zum Schatz. Scheint nur diese Kiste zu sein. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Wolfsfelle. Oh. Langkrall. Was auch immer das sein mag. Mein Schwert ist schon wieder kaputt. Aber diesmal mein Silberschwert. Lass mal gucken. Gleiche Rüstung, aber sie ist ein bisschen beschädigt. Nicht schlecht. Wie sieht's mit dem Schwert aus? Wow, das ist verdammt gut. Rüstungsdurchbohrung. Ja, aber die Werte gefallen mir jetzt nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte mir bessere Werte gewünscht. Da ist das hier besser, um einiges sogar.
von den Werten sogar her. Obwohl, nee, von den Werten überhaupt nicht. Das Ultimatum. Ich finde, das Ultimatum ist trotzdem noch besser. Jetzt nicht vom Schaden, aber von den Werten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Hoffnung macht dem Ultimatum schon auch ein bisschen Konkurrenz. Und ich muss langsam auch mal wieder auf den Schaden gucken und nicht nur auf die Werte. Und schon wieder ist dieses verdammte Ding kaputt. So, also. Weiter so, Plätze. Dann reiten wir mal über die zerstörte Brücke. Komm, Plätze! Nein? Komm schon. Überspringen ist nicht? Gut, dann suchst du einen anderen Weg. Und ich versuche mein Glück im Wasser. Zum Glück. Keine Ertrunkenen. So, was ist das? Eine alte Burg oder sowas? Na, wenn da nicht irgendwo ein Monster haust, dann weiß ich auch nicht. Hier komme ich nicht hoch. Egal. Dann kämpfen wir uns halt durch die Büsche. Ach, hier war ich. Stimmt. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Alles klar. Hier habe ich das Harpiennest ausgeräuchert. Gut. Dann können wir uns ja jetzt hier auf die Suche machen nach dem hier. Dann gehen wir nach dort. Dann machen wir das. Und dann gehen wir runter zur Quest. Oder? Ja, doch, wir machen das. Dann gehen wir dorthin. Dann machen wir die Quest. Dann das. Das. Nehmen das Boot. Und fahren nach... Fahren in die Stadt rein. Ja. Ich muss hier irgendwie durch, drüber. Hier sind diese Sümpfe. Mit diesem Moderhäuter. Das ist auch keine gute Idee, aber ich gehe hier mal durch. Komisch. Hier ist ja gar nichts. Nimm wieder ein paar Blätter mit. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Ghule. Wie lustig. Was wollt ihr denn hier? Hier gibt's doch keine Leichen. Hässliche Ghule. Weg mit euch. Geht mir nicht auf den Geist. Na? Schluss jetzt. Ah, weg. Oh, das war's. Die Ghule sind hier wegen den Leichen. Wenn ich die Leichen verbrenne, kommen keine Ghule mehr. Okay. Dann schalten wir mal um auf Igni. Ach so. Die kann man nicht töten. Das finde ich jetzt auch wieder blöd. Aber egal, was soll man machen? Oder verbrennen, besser gesagt. Schon wieder Moderhäuter. Wo zum Teufel führt mich denn jetzt mein Marker hin? Ach da. Okay. Schon wieder ein Nest. Na gut. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Oh. Das hatte ich auch vor! Vorsicht! Wow, jetzt hat's Kabum gemacht. Oh oh. Ah. Ekelhaft. Uah. Ey, lass mal deine Griffe bei dir. Oh. Ah. Das ist die größere. Oh nein! Tapp nochmal!
brenne! Hier riecht's nach verbrannter Haut. Verdammt. Ich sollte mal ganz kurz meditieren. Dann habe ich auch wieder ein paar Tränke und so. Für eine Stunde Meditation macht auch nichts aus. Okay. Die Moder heute haben hier dieses kleine Dörfchen überfallen und alle getötet. Aus den Leichen sind diese Viecher geworden. Und so ist eine größere Schar entstanden. So, so. Wie es aussieht, muss ich hier durch. Durch die Sümpfe. Und langsam wird es dunkel. Der Trunkene. Es war klar, dass hier alles voll ist. Ein versteckter Schatz. Und ein paar Ertrunkene, denen ich den Kopf abschlagen muss. Mist, mein Schwert ist voll im Arsch. Nein. Nein. Ja. Das ist das letzte Mal. Das nächste Mal. Okay. Und? Wer will sich mit mir anlegen? Ach du! Nein, nein, nein! Au! Verdammt! Trotzdem erwischt worden! Egal, mit euch mache ich kurzen Prozess, Freunde! Aua! Ah! Na, nett ist das aber nicht! Hey! Jetzt ist Schluss! Den ersten habe ich gespaltet! Den zweiten den Arm abgeschlagen! Den dritten den Bauch aufgeschnitten. Oh, da sind noch zwei. Wollt ihr eure Brüder rächen? Dann fallt nicht auseinander, wenn ihr mit mir kämpft. So, sehr schön. Gleich mal hier ein paar Sachen mitnehmen. Weil Zungen und Gehirne sind wichtig, um Tränke zu bräuen. Ah, dieser Ritter hat es wohl auch versucht mit den Ertrunkenen. Ist leider kläglich gescheitert. Oh, ein Dokument und ein Schlüssel. Blutgold. Die Notiz lesen. Mal schauen. Wo ist denn diese Notiz? Ah, hier. Blutbeflecktes Dokument. Wir müssen eine Blutspur folgen. Und den Schatz finden. Alles klar. Eine Blutspur. Das sieht nach Blut aus. Noch mehr Blut. Alles voll mit Blut. Aber wo ist der Schatz? Diese Fässer vielleicht? Nein, nur Zwergenschnaps. Gar keinen Sinn. Aber vielleicht macht das Sinn. Wenn's bumm macht, geht alles kaputt. Und der Schatz ist offen gelegen, oder? Ja, sehr schön. Ich wusste es. Kopfjäger. Wow, was ist denn das wieder für ein Schwert? Kopfjäger. Hört sich auch interessant an. Das ist gut. Junge, was? Kritischer Trefferbonus 55%. Ja. Kritische Trefferchance 6%. 2% auf Verstümmeln. Okay. Diesmal habe ich ein neues Schwert. Kopfjäger. Aber jetzt muss ich erstmal... Wenn ich in Ochsenfurt bin, dann muss ich erstmal zum Schwertschmied... Und dann wird natürlich erstmal alles verkauft und das Schwert wird auch aus der Hand gelegt. Und was zum Teufel? Was rennt denn da hinten rum? Ein Nebling? Ich kann mich nicht bewegen. Ah! Der Sumpf! Ich komme nicht aus dem Sumpf raus.
Verdammt! Und der Nebling hat mich im Visier. Ich komm nicht raus! Na, weg mit dir! Ich stecke fest! Nein! Na! Ja, stirb, Nebling! Oh, Gott sei Dank! Okay. Diese Sümpfe. Okay, dann immer geradeaus. Keine Chance. Ich stecke fest. Na. Na toll. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Langsam. Langsam. Na komm schon. Vielleicht bahne ich mir hier doch noch irgendwie einen Weg durch. Verdammt! Na super. Ich komme hier nicht raus. Du kannst das nicht tun. Du kannst dir das nicht tun. Na komm schon. Ich muss hier irgendwie raus. Gut. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Gut. Wieder festen Boden unter den Füßen. Gott sei Dank. War ja voll blöd, dass wir da stecken geblieben sind. Dann schauen wir mal. Also, unsere Quest ist da unten und hier oben ist noch ein Fragezeichen. Da würde ich gerne noch hingehen und dann das hier. Dann machen wir die Quest hier und dann nehmen wir das Boot rüber nach Ochsenfurt. Genau. Perfekt, da liegt alles auf einem Weg. Nur ich muss aufpassen. Dieser Kriegsschauplatz ist gefundenes Fressen für Nekrophagen. Da drüben sind Nebelinge. Ich muss mich ja nicht mit allem anlegen. Bin nur auf der Suche, was dort hinten wieder im Verborgenen liegt. Eine alte Kaserne. Viele Tote. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch irgendwo Ghule rumlungern. Ah, schau an. Eine Kiste. Ein Beil. Ja. Ist wenig wert. Doch da drüben habe ich eine Sumpfschrulle gesehen. Hinter den Barrikaden versteckt sie sich also. Ah. Für dich habe ich eine kleine Überraschung. Nekrophagenöl. Perfekt. Vorbereitet. So. Und nun? Noch etwas Gwen. Und dann statten wir mal der Kleinen einen Besuch ab. Ah, die schmeißt ja schon wieder hier ihre Schleimbollen. Oh, das war ein guter Angriff. Verdammtes Miststück. Ja, da brennst du, das gefällt dir nicht so. Na? Oh, verdammt! Ganz schön dreist das Biest. Aber egal, ich habe auch noch das hier. Oh, verdammt nochmal. Da! So sieht's aus. Halt still! Damit ich dir den Kopf abschlagen kann. Du Drecksack! So sieht's aus. Oh, nehmen wir das alles mal mit und dann holen wir mal unsere Beute. Schau an. Ein Mann ist wohl spazieren gegangen mit seinem Hund und wurde dann von dieser Sumpfschrulle zerrissen. Er hat einen Schlüssel und eine Notiz dabei. Interessant. Dann lesen wir doch gleich mal die Notiz. Schau an, er hat mal wieder was versteckt, war ja klar. Ich muss der Blutspur folgen, verstehe. Mhm. Da. Noch eine Kiste. Und ein Schwert. Schau an. Die Blutspur führt dort rüber. Ah, hinter den Fässern also. Ein nettes Versteck. Aber zu schlecht. Für einen Hexer. Ein Hexer findet alles.
Oh yeah! Und wieder mal richtig fettes Zeug abgesahnt und ich bin voll. Super. Ich bin voll. Dann schmeißen wir doch gleich mal das hier raus und dann kann ich wahrscheinlich schon wieder laufen. Nein, ich bin noch immer überlastet. Okay, dann muss ich mich noch von was trennen. Das Schwert hier ist nicht so viel wert. Dann schmeißen wir das auch noch raus. Gut. Alles klar. Dann geht's jetzt zum nächsten Fragezeichen und dann zur Quest, die schon wieder abgewählt ist. Freiwillige. Hier, Freiwilliger. Perfekt. Gut. Weiter geht's durch den Morast. Durch das Kriegsgebiet. Das Land ist gezeichnet vom Krieg. Oh, keine Monster zu sehen. Obwohl hier wahrscheinlich viele ihren Tod gefunden haben. Am besten ich bleib ein bisschen auf festem Boden. Sonst bleibe ich nachher wieder stecken. Der Krieg hat hier ganz schön getobt. Riesige Ballisten. Die brennende Pfeile über die Yaruga geschossen haben. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Hier muss es irgendwo sein. Ein versteckter Schatz. Hä? Unbewacht? Uah! Oder auch nicht! Ein verdammter Basilisk. Und er ist zu stark. Er ist zu stark! Uah! Ich muss weg. Das ist keine gute Idee, mich jetzt mit dem anzulegen. Wow, 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 wow. Hat er sich da in dem Schilf versteckt? Ich habe mich schon gewundert. Was haben wir denn da? Oh, toll. Ein paar Diebe. Im Rücken der Basilisk und vorne voraus... ein paar Strolche und Diebe, die ihren Kopf verlieren möchten. Kommt her, ihr Banditen. Na, na, los. Wir haben ihn. Zeigt, was ihr drauf habt. Wow, okay. Ich habe auch einen kleinen Trick. Simsalabim, und du brennst, mein Freund. Und mein Schwert versteckt sich in deinem Körper. Okay, ich muss aufpassen. Die haben mich ganz schön erwischt hier. Na! Da! Ha! Da! Block nicht! So viele Blöcke! Das war's. So viele Schläge kannst du auch nicht blocken, wollte ich sagen. Gib mir deinen Knüppel. Gib mir deinen Knüppel. Komischerweise bin ich jetzt nicht voll. Warum waren die hier? Sind das Deserteure gewesen? Naja, das war klar. Okay, die Axt kann ich nicht mitnehmen. Wo ist die Axt? Da. Nee, die muss ich rausschmeißen. Sonst brauche ich ewig nach Ochsenfurt. Aber jetzt wollen wir uns ja erstmal hier umschauen. Hä? Oh oh. Was ist denn hier? Oh oh, ist das etwa ein Troll? Tatsächlich. Hey, was machst du denn hier?